Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners, hier in Frankfurt, Interwhiskey 2018, gemeinsam mit Michaela Habel von der Hillock Park Distillery. Sehr gut, wir haben schon ein paar Mal, drei oder vier Mal schon Interviews gehabt und jetzt gibt es ein paar andere neue Sachen jetzt hier und eine ist ein Rye Whisky, glaube ich. Wie kam es dazu, dass ihr auf die Idee gekommen seid, diese typische, ich sag mal, Maryland, Pennsylvania, amerikanische Tradition in Deutschland vorzuführen? War bei uns so ein bisschen zum Motto Back to the Roots. Okay. Mein Vater war 77 Pionier im deutschen Whisky-Bereich und hat einen Roggenwhisky gebrannt, weil er aus monopolrechtlichen Gründen keinen reinen Single Malt brennen durfte. Durfte also nur Malz als Hilfsstoff zur Verzuckerung verwenden. Und deswegen haben wir gesagt, okay, back to the roots, Roggenwhisky, 4 Jahre alt und dann eben mit einem 15%igen Malzanteil, genauso wie 77 gemacht wurde. Okay, super, super. Eine interessante Sache. Also kann man die Flasche einmal ganz kurz hochhalten? Und das ist dann der Chief. Warum Chief? Chief. Ja. Mein Vater wird in der Firma Chief genannt und wir haben eine Marke, die ist eingetragen als Big Chief. Es wird also noch eine Fassstärke kommen, auch unter dem Namen dann Hillock Big Chief. Von daher, da kommt noch ein bisschen was. Super. Aber ich habe dir auch versprochen, bei uns gibt es nicht nur eine Neuigkeit, es gibt auch natürlich noch was Besonderes. Yo. Und zwar haben wir uns überlegt, wir sind die Wiege zum Ruhrgebiet. Ich habe auch selbst in Bochum studiert, Ruhrpott, hört man auch vielleicht so ein bisschen. Bisschen. Bisschen, genau. Ich reiß mich zusammen, ich spreche Hochdeutsch mit dir, auch wenn du auch kein Hochdeutsch sprichst. Nee, nicht immer. Nein, aber... Und zwar haben wir hier einen 8 Jahre alten Single Malt, der hat unter Tage gelegen, hat im Ex-Bourbon-Fass gelegen und hat einen Finish in einem italienischen Süßweinfass bekommen. Super tolles Produkt, gebe ich dir natürlich sofort zur Verkostung, von daher, du sollst hier nicht am Trockenen sitzen. Super, das ist schön. Was kostet die? Diese Flasche ist limitiert auf 800 Flaschen und liegt bei 88,50 Euro. Super. Und euer Rye? Der liegt bei 38,50 Euro. Ja, und das ist eine 0,5 oder 0,7? Beides 0,5. Okay, genau. Ich konnte das nicht gerade sehen. Ja, genau. Yep. Sehr schön. Hier haben wir unsere Neuigkeiten dabei. Einfach mal verkosten, vorbeikommen, uns auf Messeständen besuchen. Und wo genau findet man euch lokal und virtuell? Also lokal findet man uns in Spruckhövel, also wie gesagt, Wiege zum Ruhrgebiet, Autobahnkreuz Wuppertal Nord, gar nicht so weit weg. Mhm. Denkmalgeschützte Brennerei, Whiskybrennerei, Besuch lohnt sich. Ja. Du musst übrigens auch noch mal komme ich vorbei, versprochen, ja? Ihr habt es alle mitgekriegt, er hat es versprochen. Und virtuell findet man uns sehr, sehr viel auf Instagram unter Brennerei Habel. Ja. Da habt ihr eigentlich auch täglich Live-Stories so ein bisschen bei uns aus dem Betrieb. Also wenn ihr so ein bisschen unser Distillers Live da mitbekommen möchtet, schaut da einfach mal da rein. Gut, wunderbar. Whiskey Jason hier. Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Ciao. Ciao.